Hallo Internet, danke fürs Einschalten. Heute geht es um den Regierungsentwurf zum Verbandssanktionengesetz. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Das Verbandssanktionengesetz lässt die Gemüter hochkochen. Über den Referentenentwurf für das neue Verbandssanktionengesetz hatte ich bereits in einem vorherigen Video informiert. Und in dem Video möchte ich darstellen, wo wir jetzt stehen. Wie sind die Konsultationen gelaufen? Was ist das wesentliche Ergebnis? Und wie kann es weitergehen? Zunächst mal wurde der Referentenentwurf vom 20.04. veröffentlicht. Der Entwurf wurde auch den Interessengruppen und Verbänden zur Stellungnahme zugeschickt und die Frist wurde auf Freitag, den 12.06. gesetzt. Die Wirtschaft lief Sturm und es hörte sich auch ein bisschen so an, also ab Mai ging immer das Schlagwort Belastungsmoratorium durch die wirtschaftsfreundlichen Kreise. Es gibt eine gemeinsame Stellungnahme der Wirtschaftsverbände und der Compliance-Praktiker. Die kommt zum vernichtenden Urteil, dass der Gesetzentwurf die falschen Anreize zur falschen Zeit setzt. Und dann war aber die Stellungnahmefrist abgelaufen. Ich war super gespannt darauf, was in den Stellungnahmen zu lesen wäre. Aber von der schieren Fülle der Rückmeldungen war ich dann doch erschlagen. Der eine Gesichtspunkt ist ein politischer Gesichtspunkt. Das ist einfach die Frage, will ich überhaupt ein Unternehmensstrafrecht oder halte ich das für überflüssig? Und die andere Frage ist eine wissenschaftliche Frage. Hier geht es um die Frage, was sagt die Rechtswissenschaft? Habe ich hier ein Verfassungsproblem? Wie müsste es richtig gestaltet sein? Wie machen es andere Länder? Und die dritte Sorte Stellungnahme befasst sich mit praktischen Problemen, wenn die Paragraphen, so wie sie im Konsultationsentwurf standen, dann auch wirklich geltendes Recht werden. Am klarsten hat sich die Rechtswissenschaft positioniert. Es wird festgehalten, dass es in Deutschland eben Modernisierungsbedarf gibt und dass man sich auch internationalen Gepflogenheiten anpassen sollte. Im Wesentlichen wird der Entwurf für gelungen gehalten. Es gibt allerdings Stimmen in der Rechtswissenschaft, die das Thema Schuldprinzip thematisieren, die auch hier teilweise verfassungsrechtliche Probleme sehen. Das ist ein strittiger Punkt. Die Stellungnahmen aus der Wirtschaft sind ebenfalls einfach zu charakterisieren. Dort sagt man, das hier ist gerade in der Corona-Krise das Falsche. In Anbetracht der Fülle der Rückmeldung und der aus meiner Sicht sehr validen Punkte und des Gegenwinds aus der Wirtschaft, habe ich mich gefragt, ob die Sache an der Stelle gestorben ist. Und dann kam die Pressemitteilung vom 22.06. Wir haben heute in der Bundesregierung einen Gesetzentwurf beschlossen, für den ich schon sehr lange gekämpft habe, nämlich den Gesetzentwurf zur Stärkung der Integrität in die Wirtschaft. Den Koalitionsvertrag setzen wir damit 1:1 um und jetzt werden Bundestag und Bundesrat über das Gesetz beraten. Worum geht's? Es geht darum, dass die übergroße Mehrheit der Unternehmen in Deutschland sich selbstverständlich an Recht und Gesetz halten. Es gibt aber ganz wenige kriminelle Strukturen, kriminell Handelnde, die großen Schaden anrichten. Wir sorgen mit dem Gesetz dafür, dass die ehrlichen Unternehmen nicht länger die Dummen sind. Also das ist interessant. Die Ministerin spricht von kriminellen Strukturen. Im Gesetzentwurf selbst stehen kriminogene Strukturen und eine gesetzesfeindliche Verbandsattitüde. Das dient dem Schutz vieler Arbeitsplätze, die durch Skandale gefährdet werden, dem Verbraucherschutz und dem fairen Wettbewerb. Das ist gerade in Krisenzeiten wie der gegenwärtigen Covid-19-Pandemie wichtig. Wirtschaftliche Erholung braucht Vertrauen und faire Spielregeln. Und wir sorgen für mehr Gerechtigkeit in dem Land. Das ist eine interessante Formulierung. Wirtschaftlicher Aufschwung braucht Vertrauen. Ja, das stimmt. Aber was steckt dahinter? Aus meiner Sicht erteilt die Ministerin an der Stelle
all denen eine klare Absage, die im Sinne eines Belastungsmoratoriums die Verbandssanktionen aufhalten wollen. Die Verantwortung darf nicht länger nur auf Einzelne geschoben werden, wenn aus Unternehmen heraus kriminell gehandelt wird. Es schadet dem Vertrauen in den Rechtsstaat, wenn nicht auch die von Straftaten profitierenden Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden. So steht es übrigens fast 1:1 im Koalitionsvertrag. Ganz oben steht dabei die Vorgabe, dass bei Wirtschaftskriminalität grundsätzlich auch die vom Fehlverhalten von MitarbeiterInnen profitierenden Unternehmen stärker sanktioniert werden. Und es ist für mich auch gar keine ausgemachte Sache, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat beschädigt wird, wenn immer nur Einzelne bestraft werden, bei denen der Schuldnachweis gelingt. Ich würde sogar sagen, also für mich persönlich, ist das genau ein Kennzeichen des Strafrechts in einem Rechtsstaat, dass die schwere Sanktion, dieses starke Unwerturteil, das von einer strafrechtlichen Verurteilung ausgeht, reserviert ist für Fälle, in denen man demjenigen, den man zur Verantwortung ziehen will, auch wirklich einen Schuldvorwurf machen kann. Aber kommen wir zurück zum Koalitionsvertrag. Zwei weitere Eckpunkte sind die Abkehr vom Opportunitätsprinzip und die Erweiterung des Sanktionsinstrumentariums. Und in Zukunft müssen Staatsanwaltschaften nicht nur gegen einzelne Beschäftigte, sondern stets auch gegen das davon profitierende Unternehmen ermitteln. Es gilt in Zukunft das Legalitätsprinzip. Auch für Großkonzerne wird es endlich empfindliche, an den Umsatz gekoppelte Sanktionen geben, die wirksam von Straftaten abhalten. Kleinere Unternehmen werden nicht länger dadurch benachteiligt, dass für sie der gleiche Sanktionsrahmen gilt wie für Großunternehmen. Der Abgasbetrug hat immensen Schaden angerichtet. Wenn Gammelfleisch verkauft wird, wird die Gesundheit von Menschen aufs Spiel gesetzt. Durch massenhafte Betrügereien wurden tausende Menschen um ihr Erspartes gebracht. Und bei solchen Fällen ist klar, hier handeln nicht Einzelne. Hier steht niemand morgens auf und beschließt, Gammelfleisch umzuetikettieren, sondern hier sind Unternehmensstrukturen kriminell. Und künftig hat die Justiz die Instrumente, um auf solche Taten angemessen reagieren zu können und auch zu müssen. Hiermit spricht die Ministerin den zentralen Punkt der Neuregelung an. Die Kombination aus weitgehender Verantwortung, Legalitätsprinzip und harten, abschreckenden Sanktionen ist eine Reaktion darauf, dass immer wieder in Unternehmenskontexten, gerade bei Wirtschaftsstrafangelegenheiten, der Täter sich nicht ermitteln lässt. Ob das jetzt der richtige Ansatz ist, die Integrität in der Wirtschaft zu steigern, darüber kann man wirklich lange streiten. Kommen wir zurück zum Koalitionsvertrag. Vereinbart wurden auch gesetzliche Vorgaben für Internal Investigations. Bei unternehmensinternen Untersuchungen dürfen Beschäftigte nicht in unzulässiger Weise unter Druck gesetzt werden. Deshalb gibt künftig, wenn die internen Untersuchungen zu einer Sanktionsmilderung führen sollen, müssen Mitarbeiterbefragungen fair und transparent erfolgen. Zugleich bekommen Unternehmen umfassende Verfahrensrechte, die dann auch faire Verfahren sichern. Der Regelungsbedarf bei Internal Investigations ergibt sich aus der Verfassungsgerichtsentscheidung zu Jones Day bei den Volkswagen-Untersuchungen. Compliance-Praktiker sagen auch, das wird das Gegenteil von dem bewirken, was man sich erhofft. Man wird vermutlich, wenn man von vornherein weiß, dass es keine Möglichkeit gibt, interne Untersuchungen zu führen und die Ergebnisse irgendwie im Haus zu behalten, wird man daraus Konsequenzen ziehen. Man wird wahrscheinlich interne Ermittlungen auf ein Feld beschränken, in dem man das gefahrlos tun kann, ohne damit zu rechnen, dass, wenn tatsächlich strafrechtliche Ermittlungen starten, das Thema einem auf die Füße fällt. Meine Damen und Herren, nicht die Sanktionen stehen im Vordergrund, sondern verantwortungsvolle Unternehmensführung, wie sie in den größten Teilen der Wirtschaft längst gelebt wird.
Diese wollen wir weiter stärken. Vielen Dank. Das ist beruhigend. Für die Ministerin und das Justizministerium stehen nicht die Sanktionen im Vordergrund, sondern die Steigerung der Integrität. Das lässt hoffen für den weiteren Verfahrensablauf. Aber schauen wir auch noch mal in den Koalitionsvertrag. Da stehen noch weitere Kriterien, die erfüllt werden müssen. Das neue Sanktionsrecht soll klare Verfahrensregelungen sowie konkrete und nachvollziehbare Zumessungsregeln für Unternehmenssanktionen enthalten. Es geht darum, Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Halten wir fest, von kriminellen Strukturen steht nichts im Koalitionsvertrag und auch nichts von einer Neuregelung der Verantwortlichkeiten. Was gefordert ist, sind rechtssichere Verfahren, sind nachvollziehbare Strafzumessungen und Rechtssicherheit, vor allem bei Internal Investigations. Haben wir das jetzt? Haben wir klare Verfahren? Haben wir nachvollziehbare Strafzumessung und haben wir Rechtssicherheit? An die ersten zwei Punkte würde ich definitiv einen Haken machen. Das Legalitätsprinzip wird tatsächlich kompensiert durch eine breite Möglichkeit, das Verfahren geräuschlos, einvernehmlich mit der Staatsanwaltschaft zu beenden. Also hier ist tatsächlich einiges eingeführt worden und die Regelungen an der Stelle funktionieren auch. So, das andere Thema ist Zumessung. Bei der Strafzumessung wird auch kritisiert, dass da relativ unklar ist, wie Compliance genau berücksichtigt wird. Sehe ich einen Ticken anders. Die Strafzumessung ist im Grunde genommen abgeschrieben aus den Strafzumessungsregeln des Strafgesetzbuchs. Und die Gerichte und Staatsanwaltschaften kommen mit den Regeln dort gut zurecht. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum das ein Problem sein sollte. Ich setze sogar darauf, dass die Strafjustiz und die Staatsanwaltschaften mit Augenmaß vorgehen werden. Aber haben wir Rechtssicherheit? Und das sehe ich hier überhaupt nicht. Wir haben keine Rechtssicherheit. Wir haben bei internen Ermittlungen haben wir mehr Probleme als vorher, und zwar eingeführt durch die Belehrungspflicht über die Aussageverweigerungsmöglichkeit. Wir haben keine Klarheit, wie Whistleblower-Systeme und wie datenschutzrechtliche Aspekte vernünftig integriert werden können in interne Ermittlungen. Wir haben aber auch ein viel fundamentaleres Problem, und das liegt im Zurechnungsmodell. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wie geht man mit den ganzen, sag ich mal, Punkten um, den Verbesserungsvorschlägen und sonst was? Ich glaube nicht, dass das Verfahren noch komplett gestoppt werden kann. Das Verbandssanktionengesetz ist immer noch auf Kurs, und trotz des massiven Gegenwinds aus der Wirtschaft wird das kommen. Aber im Gesetzgebungsverfahren können durchaus noch in wichtigen Detailpunkten Änderungen erfolgen. Und das kann einerseits sein in der Ausschussberatung. Ich denke da an den Rechtsausschuss, der sicherlich die Themen Rechtssicherheit beleuchten wird, aber auch Verteidigerrechte. Und wir haben auch noch die Stellungnahme des Bundesrates mit dem Vermittlungsausschuss. Ich hoffe auch darauf, dass es gelingen wird, das Thema Verbandsverantwortlichkeit einzuschränken auf etwas, was kalkulierbar ist. Einfach auch in dem Sinne, dass man Compliance-Management machbar macht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, teilt es, schreibt in die Kommentare, was euch interessiert. Am liebsten abonniert ihr auch noch den Kanal. Ich würde mich freuen, bald wieder euch bei einem Video begrüßen zu können.